Hallo Leute von heute. Heute reden wir mal über die 2020er Lego Star Wars Sets. Und ich würde sagen, fangen wir mal gleich an. Hier als erstes können wir direkt einen Microfighter sehen. Und zwar einen Y-Wing Microfighter. Wir haben ja auch schon das große Set jetzt dazu bekommen. Und ja, finde ich gut. Wir haben hier Sam Wessel mit dabei. Und das finde ich richtig gut. Eine günstige Alternative. Das ist eine günstige Alternative, um an sie dran zu kommen. Das gefällt mir. Und auch der Bild vom Microfighter ist ganz solide. Als nächstes haben wir dann einen Kylo Ren Microfighter. Ja, also das Shuttle von denen sieht auch ganz gut aus. Ist halt eben auch wieder eine sehr günstige Alternative, um an Kylo Ren selber dran zu kommen. Sonst, die Stud-Shooter gefallen mir halt eben nicht, so muss ich ganz ehrlich zugeben. Sonst sieht das Set eigentlich ganz okay aus. Ist halt eben Microfighter, muss man dazu sagen. Aber für 10 Euro ist es schon ganz okay. Als nächstes haben wir dann wieder ein Doppel-Microfighter-Pack, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist der Skyhopper vs. Banter. Und ja, das sieht... Ich finde, der Banter sieht eigentlich ganz okay aus, weil ich fand dieses Microfighter-Doppel-Pack von letzten Jahr, also von diesem Jahr jetzt, was im Januar rausgekommen ist, besser. Das Skyhopper gefällt mir, um ehrlich zu sein, nicht so sehr, muss ich sagen. Aber dafür sind die Minifiguren ganz okay. Schon wieder ein Tastenräuber, muss ich dazu sagen. So, als nächstes haben wir dann ein Sith Trooper Battle Pack. Und das finde ich richtig geil. Wir haben hier erstmal einen Offizier dabei. Der ist auch so ein bisschen rot geprintet. Und dann nochmal 3 Sith Trooper. 2 Jetpack Sith Trooper, nehme ich an, sind das. Und ein normaler Sith Trooper. Und das ist richtig geil, finde ich das, um eine Armee aufzubauen, auch mit den Offizier. Also es wäre besser, wenn anstatt den Offizier noch ein Sith Trooper dabei wäre. Aber so finde ich das auch okay. Und dann haben wir noch ein kleines Transport-Shuttle dabei. Ich finde, alles passt an diesem Battle Pack. So, dann haben wir jetzt noch so ein 4-Plus-Set. Das kostet 20 Euro. Dann haben wir einen Snowtrooper und einen Rebellenpiloten, Wedge Antilles, dabei. Die Minifiguren gefallen mir sehr gut in diesem Set, muss ich wirklich zugeben. Die sind echt gut. Der Speeder von Snowtrooper ist auch noch ganz solide. Aber gut, es ist ein 4-Plus-Set, aber trotzdem, der Snowspeeder sieht an sich nicht so gut aus. Als nächstes haben wir dann Duell on Mustafa mit Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker. Das Set kostet stolze 25 Euro. Ihr habt es richtig gehört. 25 Euro, das ist jetzt noch teurer wie Duell on Starkiller Base. Das hat nämlich schon 20 Euro gekostet und das fand ich schon teuer. Trotzdem finde ich, an sich ist das Set richtig cool, auch mit den Farben und Akzenten hergestaltet. Es sieht einfach geil aus. 2 schöne Minifiguren. Ich glaube, die sind beide nochmal neu geprintet und ja, einfach nur zu teuer, würde ich sagen. Dann, das Set kennen wir ja schon länger, Obi-Wans Hütte. Auch 30 Euro, was für auch 30 Euro? 30 Euro hat Obi-Wan, Luke Skywalker, R2-D2 und einen Taskenräuber dabei. Schon wieder ein Taskenräuber. Ja, okay, man kann sich jetzt schon eine Armee daraus zusammenbauen, aber ich finde es nicht schlimm. Obi-Wans Hütte erinnert ein bisschen an Yodas Hütte, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz okay. R2-D2, ja klar. Und wir haben hier noch ein exklusives Leia-Hologramm-Teil mit dabei. Das ist halt eben das Gute daran. Dann können wir als nächstes auch direkt Luke's Landspeeder sehen. Schon wieder eine neue Variante. Juhu, juhu, juhu. Ich freue mich so. Jeder ist jetzt so gehypt auf Luke's Landspeeder. Naja. Ist ja auch egal, 30 Euro, neuer Luke ist mit dabei, C-3PO und ein Jawa. Oh, ist das eine schlechte Ausbeute, muss ich sagen, für 30 Euro. Ich habe den von 2011 und da waren 5 Minifiguren mit dabei und ja, das war deutlich besser, muss ich sagen. Aber hey, positiv sehen. Dann haben wir als nächstes den Sith TIE Fighter und ja, der sieht ein bisschen fragwürdig, aber auch cool aus. Hat 470 Teile und kostet 70 Euro. Ein bisschen teuer, würde ich sagen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich finde ihn echt extrem überteuert. Aber hey, dafür ist Knight of Ren dabei. Und sonst Finn und noch ein normaler Pilot. Sonst ist da eigentlich nichts Besonderes mit dabei. Und dann haben wir als letztes nochmal einen Resistance X-Wing Fighter. Juhu, es ging ja Gerüchte rum, dass das gar kein X-Wing Fighter, sondern ein Headhunter sein sollte, wie wir schon aus Star Wars The Clone Wars, den kennen wir schon, aus 2013, glaube ich, war von der Schlacht um Bara, gab so einen Fighter davon, hat 50 Euro gekostet, aber naja, jetzt haben wir dieses Set. Ich kann nicht viel zu sagen, es ist einfach nur ein Resistance X-Wing. So, das war's aber auch schon vom Video, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und bis zum